Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2. So, wir sitzen jetzt hier fest. Versteckter Zugang? Delilahs Geist. So, finde den echten Herzog Abello und töte ihn. Finde den Doppelgänger und sprich mit ihm. Ich finde den Doppelgänger und spreche mit ihm. Irgendwann finden wir dich. Lass, ich tue dir nichts. So. Nee, keiner hier. Niemand weiß, was passiert ist. Ich muss nach unten. Ich muss gut aufpassen. Und ich muss irgendwie nach unten. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Hoch. Das ist alles unten. Oh, da sitzen schon ein paar Wachen, das habe ich schon gesehen. Versteckter Zugang. Ist hier jemand? Ratten. Ich hatte gehofft, die anderen Inseln zu sehen. Angeblich verdient man in Tyvia doppelt so viel wie hier. Einer ist hier. Wochenlang Zwieback auf dem Schiff auskotzen, nur um sich im Norden den Arsch abzufrieren? Zwei. Außerdem verdienen wir mehr in Karnaka, dank sofortiger Steuern und Gebühren. Vielleicht. Ist doch schön, dass es hier Ermessensbefugnis gibt. Weniger Papierkram. Wenn ich daran denke, keine Blutfliegen, keine Heuler. Glauben Sie etwa, es gibt in Tyvia keine Banden? Da ist es ein halbes Jahr lang dunkel. Glauben Sie mir, hier ist es besser. Oh, bitte. Was machen Sie? Wo ist der andere? Wo ist der andere hin? Oh, bitte, 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 bitte. So, jetzt habe ich hier erstmal freie Fahrt. So, hier soll irgendwo ein Hebel sein. Da ist er. Aber erstmal tun wir ein bisschen plündern. Mal sehen, was Herzog Abele hier drin alles versteckt hat. Oh ja.
Mit Blümchen sogar gestickt, aha. Okay, der Typ ist, glaube ich, ein bisschen verschossen in die. Delilah Copperspoon. Innere Tresortür. So, dafür brauchen wir den Schlüssel von dem Dingens. Ja. Hier geht es zum Tresor des Herzogs, aber ich brauche den Schlüssel. Zum Tresor gefunden, aber er ist verschossen. Der Herzog hat den Schlüssel bei. Okay. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir speichern. Und jetzt geht es darum. Diesen Dingens zu finden. Diesen Doppelgänger, wo könnte der sich aufhalten? Erhöhe Temperatur des Öltanks. Da stehen mir die Haare zu Berge. Irgendwas stimmt doch nicht. Da braut sich was zusammen, das spüre ich. Sieht nicht so aus, als wenn der da da wäre. Nehmen wir mal einen höher. Ich glaube aber, von da komme ich. Ja, von hier komme ich. Genau. Also gehen wir mal noch einen höher. So, hier ist erstmal keiner. Da sind Wachen, sehe ich schon von hier. Ein Zimmermädchen. Immerhin arbeite ich nun im guten Teil der Stadt. Das weiß ich ja nicht. Halt den Mund gebellt oder so. Aber jetzt sind natürlich alle nervös. Oder ganz oben. Da ist ein Büro. Wie das Meer gestern aussah. Böses Omen. Ganz böse. Stimmt was nicht. Rauchst du? Ja. Die Frage ist, das da hinten Zigarettenqualm? Oder ist das der echte? Gib Gerede. Irgendwer in einer Maske oder so. Es behauptet immer, irgendwer einen maskierten Kerl gesehen zu haben. Ist sicher falscher Alarm. Also da habe ich auf jeden Fall den einen Doppelgänger gefunden. Das ist eine Lampe. Das für ein Ort. Das ist der falsche. Ich muss hier rein. Zwei Wachen. Ich habe echt Hummeln im Hintern. Bin ziemlich schreckhaft heute. Ich wusste es.
Ey, Leute, ganz ehrlich, ich gehe erstmal in die Gemächer rein. Ich habe hier gespeichert. Jeden Tag so tun, als würde ich Papiere unterzeichnen. Wenigstens lese ich sie, im Gegensatz zu ihm. Oh mein Gott, hier ist der Dingens drinne. Oder? Wo bist du denn? Manchmal braucht man einfach Zeit für sich. Meine Verantwortung lastet auf mir. Okay, er kommt. Auf jeden Fall Alarm. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der richtige ist oder ob das der falsche ist. Ich bin wie ein Zuchtbulle gewogen. Ich soll ein oder zwei Pfund zulegen, um mit dem guten Herzog mitzuhalten. Da hat sich was bewegt. Mhm. Verdammt! Ich reiß dich in Stücke! Sagt er sowas? Das ergibt doch keinen Sinn. Naja. Er steckt das Lob für meine Gemälde ein und lacht mit seinen Freunden darüber, wie schlecht meine sind. Keine Verbeugung? Kein Handkuss? Ich könnte dasselbe fragen. Ein Geheimnis. Also dann, wer sind Sie und was wollen Sie? Hören Sie, Sie sind der Doppelgänger des Herzogs. Sie können nichts für ihn übrig haben. Ich werde seine Herrschaft beenden und ich habe einen Plan. Also gut, Sie haben recht. Aber wenn Sie den Herzog nicht töten wollen, was wollen Sie dann? Ich finde, Sie geben einen besseren Herzog ab als Luca Abele. Wenn ich ihn loswerde, ohne ihm die Kehle durchzuschneiden, könnten Sie die Leute überzeugen, dass Sie der Herzog sind? Kühn. Und ich gebe zu, es ist mir in den Sinn gekommen. Wenn die Leute glauben, ich wäre Herzog Abele und er der Doppelgänger, könnten wir ihn in die Klapsmühle stecken. Wir könnten jeden überzeugen, dass er den Verstand verloren hat und glaubt, der Herzog zu sein. Ich habe Jahre an meiner Rolle gefeilt, aber es gibt einen Haken. Er hat ein Medaillon, das ich brauche. Selbst wenn ich überzeugend spiele, was kein Problem sein sollte, wird mich die Garde nach dem Medaillon fragen. Luca legt es nie ab. Gut, das dürfte nicht lange dauern. Wenn es geschafft ist, verlasse ich die Stadt. Von Dunwall aus schicke ich Ihre Anweisung und erwarte maximale Flexibilität und Kooperation. Noch können wir Ser Konos vor dem Abgrund retten. Wir können wieder gut machen, was Herzog Abele angerichtet hat. Gefällt mir, aber ich führe Ser Konos, wie ich es für richtig halte. Für die Menschen hier, nicht als Marionette Ihres Kaiserreichs. Wenn Sie zustimmen, machen Sie den Herzog bewusstlos und bringen Sie ihn in seine Gemächer. Ich erledige den Rest. Das wird schwer. Aber ich versuche es. Ich versuche es. Wer ist da? Immer wieder bin ich dran. Ach, mein Gott, das nervt mich. Der Lila Copperspoon. Die verschwenden meine Zeit. Der ist total in die verschossen, ey, in diese Delilah.
Beim ersten Treffen mit meinem inneren Zirkel sah ich nervöse Gesichter. Selbst die Kühnsten hatten Angst und fragten sich, ob wir noch ein Fest erleben würden. Jetzt geht es mit Serkonos bergauf. Aber diese Geschichte begann schon viele Jahre zuvor. Ich kannte Delilah schon als kleiner Junge. Und selbst als sie verloren, tot und fort war, brannte die Erinnerung an sie in mir. Bis ich schließlich ihr Flüstern hörte, das aus dem Nichts nach mir rief. Sie erzählte, wie sie im Dunwall Tower aufwuchs und ihre Halbschwester ihr den Thron nahm. Dann sagte sie, es gäbe eine Möglichkeit, sie zurückzuholen. Delilah. Wunderschön. Unsterblich. Naja, wunderschön. Lasse ich immer so da stehen. Dahingestellt sein. Also, das finde ich jetzt nicht gerade unbedingt. Wieso muss ich erst den Riegel öffnen, um spähen zu können? Verstehe ich nicht. Aha. So, könnte ich mit dem Aufzug irgendwo hinfahren? Probieren wir es mal aus. Da ist der Herzog. Die Wachen sind irgendwo da. Die Maschine läuft gerade langsam. Jetzt Zentralrotor überprüfen. Als ob der seine Medaillen verdient hätte. Ich hab doppelt so viel drauf wie der. Ich muss das anders machen. Toll. Hä? Ah, ich habe hier gespeichert. Was sind das hier? Delilahs Gemächer? Hallo? Ist da wer? Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich habe keine Zeit für sowas. Was du drauf hast. Bei meinem Glück ist das der Kronmeuchler. Nein, nein, nein. Ich will nicht sterben. Sei ruhig. Wiedergabe zeigt kriminelles Profil. Maschine ist nun im Kampfmodus. Adliges Profil, aber feindlich. Tatsache. Protokoll 6. Wiedergabe für Leistung effektiv. Gegner Exekutor. Okay, ist nicht schlimm. Ist absolut nicht schlimm. Ich muss sowieso einen anderen Weg gehen. Delilahs Raum war jetzt nicht viel. Wer ist da? Ist da herum? Thank you.
Stopp. Was weiß ich vom Krieg? Wenn Morley und Tyvia uns angreifen, kümmern sich meine Generäle darum. Was? Verdammt. Ich dachte schon, ich höre Blut fliegen. Das muss der Schlüssel für den Tresor des Herzogs sein. Scheiße. Bin ich gut. Ja, meine Pantoffeln standen an der falschen Stelle. Was kommt als nächstes? Da, im Aufzug. Mach du erstmal, Haya. Legen Sie ihn hin, aufs Bett. Ich versteck mich dann. Das war's. Jetzt liegt es an mir. Ich hole mir das Medaillon und rufe sie. Ich werde alle beobachten. Viel Erfolg. Ich muss jetzt aber das Rauchen keine aufhören. Keine Sorge. Ich habe das Arschloch jahrelang imitiert. Hauptmann Almeida, kommen Sie sofort in meine Gemächer. Es gibt ein Problem. Schnell, verstecken Sie sich da oben. Bitte nehmen Sie ihn fest, diesen Clown. Er hat seine Rolle zu ernst genommen. Ich sagte, Hände weg! Dieser Idiot ist in einem Albtraum gefangen. Führen Sie ihn ab, Hauptmann. Schneiden Sie ihm die Zunge raus. Er wird meinen Namen nicht beschmutzen. Ja, Eure Eminenz, wir kümmern uns darum. Und tschüssi. Was? Unerhört! Ich lass Ihnen lebendig die Haut abziehen und Sie werden in Salz baden. Die vielen Jahre, die er sich für mich ausgegeben hat, fordern ihren Tribut an seinem Verstand. Er ist eine Gefahr für mich und Zirkonus. Nein, aufhören! Ich bin der Herzog von Zirkonus! Das können Sie nicht tun! Dr. Hypatia im Altermeier wird wissen, was sie machen muss. Das lief doch wie geschmiert. Damit kann ich wenigstens das aus, das wieder gut machen, dass ich so einen hohen Chaosfaktor habe. Indem ich diese Schlüsselfiguren halt nicht töte. Ich versuche immer noch alles zu begreifen. Einfach unglaublich. Es wird eine Weile riskant sein, da mir ein paar Details fehlen könnten. Ich bringe die Palastgarde schnell auf meine Seite. Das stärkt mir den Rücken. So, jetzt muss ich nur nach unten wiederkommen. Was macht er denn da? Hä? Mahaya. Irgendwann kracht es. Stehen mir die Haare zu Berge. Irgendwas stimmt doch nicht. Da baut sich was zusammen, das Gespräch. Na, ich speichere das mal. So.
So, wenn ich leise bin, hört das Vieh mich nicht. Haben wir hier irgendwas Wichtiges? Nö, toll. Ich dachte, hier wäre wenigstens mal was Interessantes. Hier ist überhaupt nichts. Was ist das denn da für ein Bild? Erhöhe Temperatur des Öltanks. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Sir, Ihre letzte Antwort hat uns verwirrt. Der Herzog war nun, er war erbost. Ich soll mich erkundigen, wie sie vorankommen. Ich war mit einem der Mädchen spazieren. Wir haben im Park Käfer gefunden. Mit grünen Panzern. Ich verstehe nicht, Mr. Jindosh. Konnten Sie mit Anton Sokolovs Hilfe die Kosten der mechanischen Soldaten senken? Der Herzog erwartet auf Grundlage Ihrer Schätzung eine Kostensenkung um 80-90%. Ein paar habe ich in ein Glas getan. Ich habe ihre Beine ausgerissen. Oh, sehr interessant. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie als Großerfinder alles bekommen haben, was Sie wollten. Aber dafür müssen Sie Termine einhalten, Fortschritte vorweisen. Moment! Jetzt weiß ich endlich, wovon Sie die ganze Zeit reden. Ja, ja! Exzellent. Was soll ich dem Herzog also sagen? Ich hatte Besuch, glaube ich. Vielleicht wegen Sokolov. Ich erinnere mich nur schwach. Anton war keine Hilfe. Aber ich war kurz davor. Der Differenzmotor ist in Kupfer eingraviert. Entlang der konkaven Oberfläche des inneren Kopfmechanismus. Moment, ich... Oh. Ich kann nicht. Das ist weg. Die Käfer von heute. Ich werde ihnen Namen geben. Danach werde ich mich so betrinken, aber hallo. Sag ich nur Herzog Luca. So, wir gehen jetzt ganz geschmeidig runter. Sind auch ja nicht zu laut. Ist nur noch ganz unten gelangen. Essen brauche ich nicht. Die habe ich ja hier schon ausgeschaltet. Ja, der macht immer noch Heier. Das muss der Tresor des Herzogs sein. Das sieht interessant aus. Ding hat Ashworth Delilahs Geist aufbewahrt. Kampfprotokoll 8. Logische Wort. Kampf abgetrennt. Wenn der Kampf abgetrennt wird, ist eine Identifizierung unmöglich. Egal. Ich denke, dass sie alle. Feind laut Aufzeichnung besiegt. Den hatte ich nicht gesehen.
Wow, was ist denn da? Guck mal, wie das da oben rausguckt, ey. Ist ja eklig. Das ist es. Befreie mich aus diesem toten Gefäß, von dieser vergifteten Welt und fange den Lailas Geist ein. Das werde ich nicht tun. Du bist alles, das ich wollte. Lass mich gehen. Ich habe zu viel von dieser Welt gesehen. An deinen Händen klebt Blut. Das habe ich für dich getan, um deinen Thron zu sichern. Dein Erbe. Meine Tochter. Du wirst zu dem, was ich bekämpft habe. Ich liebe dich, aber lass mich gehen. Ja, Mutti ist nicht begeistert, dass wir so sind, wie wir sind. Also hätten wir wahrscheinlich alles im Schleichmodus gemacht, nicht so viele Leute getötet, niedrigen Chaosfaktor, hätte sie wahrscheinlich was anderes gesagt. Alles erledigt. Jetzt kommt Delilahs Geist zurück nach Dunwall. Was ist das? Das Herz meiner Halbschwester? Mhm. Nur ihr Fleisch bleibt noch. Ich frag mich, ob er wirklich lebendig war. Sie erhalten nie zurück, was sie hier verloren haben. So, ich muss jetzt einfach zurück, ne? Wo komme ich denn hier raus? Da ist eine Tür, da geht ein Knopf. Hm. Neue Diagnose. Vielleicht noch ein Bildchen? Glauben Sie, ihr würde gefallen, was aus Ihnen geworden ist? Wow. Was? Okay, ich muss sowieso einen Cut machen. Das Herz haben wir und ich denke mal, dass ab da an auch neu. Ja. So Leute, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.